Hi, ich bin Daniel Ristau, Fahrzeuglackierer Meister bei der Firma Extra Aircraft. Hier am Flugplatz Schwarze Heide in Hümsel bauen wir mit über 60 Mitarbeitern, wovon alleine 12 für den Bereich Lack zuständig sind, die besten Kunstflugzeuge der Welt. Und wie so ein Flugzeug so schön bunt wird, das darf ich euch heute zeigen. Hier stehe ich jetzt vor einer Höhenflosse und einem Höhenruder, was jetzt für die erste Farbe designtechnisch abgeklebt ist. Hier ist ein wichtiges Merkmal, dass wir Farbe nicht übereinander lackieren, sondern auf Stoß. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir schneller sind und zum anderen, so ein Flugzeug muss natürlich leicht sein, damit es leistungsfähig ist. Grundsätzlich zu den Designs sei mal gesagt, wir bieten mehrere Standarddesigns an, die der Kunde auswählen kann. Wir arbeiten aber auch eng mit einem italienischen Designer zusammen und wenn der Kunde etwas ganz Besonderes haben möchte, kann er natürlich alles Mögliche mit dem Designer besprechen und umsetzen. Da sind der Fantasie einfach keine Grenzen gesetzt. Ob er jetzt ein Flammendesign haben möchte oder er möchte eine Effektfarbe haben oder ein Airbrush, das ist hier alles kein Problem. Verbundwerkstatt kommen dann die einzelnen Bauteile und Baugruppen hier zu uns in die Lackiervorbereitung. Und hier arbeiten wir im Grunde ganz genauso, wie man das aus der Kfz-Reparaturlackierung kennt. Sprich Schleifen, Spachteln, Füllern und so weiter. Es gibt nur zwei wesentliche Unterschiede. Und das ist zum einen natürlich der Untergrund. Das ist alles Carbon. Und dann auch noch die Größe der einzelnen Bauteile. Ein Flügel beispielsweise hat knapp 22 Quadratmeter Oberfläche. Und wenn alles soweit vorbereitet ist und es geht direkt in die Lackierkabine, dann haben wir hier Glück. Dann geht alles relativ schnell, denn das Flugzeug bekommt nur eine einzige Farbe. Das ist aber eher selten der Fall. Das heißt, es geht wieder zurück zum Designabkleben. Hier im Finish-Bereich holen wir nochmal alles aus den lackierten Teilen raus. Bei manchen Teilen, die für die Flugeigenschaften extrem wichtig sind, wie zum Beispiel Seitenruder oder Querruder oder das Höhenruder, da gehen wir sogar hin und wir schleifen diese komplett glatt und polieren die auf. Wenn hier alle Teile eines Flugzeugs die Lackiererei verlassen, dann reden wir hier von ca. 800, manchmal sogar bis 1500 Arbeitsstunden, je nachdem, wie aufwendig ein Design eines Flugzeugs ist.